Sie haben in Ihren Zuchten das Blut von Wölfen, Schakalen, Dingos, alle Wildhundformen und treiben Haustierforschung. Warum gerade mit solchen fast wilden Tieren? Ja, man muss davon ausgehen, dass unsere Haustiere eine mehr oder weniger unbekannte Vergangenheit haben. Das heißt, wir wissen nicht, wenn ich irgendeinen Hund hernehme, einen beliebigen Rasse oder einen Mischlingshund, dann weiß ich ja nicht, hat der noch sein komplettes Instinktinventar? Oder ist durch diese Zuchtgeschichte, die in meinen Augen etwa 20.000 Jahre umfasste, das oder jenes bereits verloren gegangen, abgeschwächt worden? Haben denn die Hunde, die Sie hier halten, also die aus den Urwüchsen und aus den Stämmen hergezogenen, haben die denn das gesamte Repertoire des Haushundes oder hat der Haushund in der Zwischenzeit irgendetwas erworben, was Nein. die Wölfe, Dingos und Schakale nichts hatten? Haustierwerdung ist ein Verlustgeschäft. So. Welpen, die im Juli geboren sind, ist das die richtige Zeit für Welpen? Eigentlich nicht. Das ungewöhnlich. Dingos bekommen im Allgemeinen ihre Welpen im Oktober. Das entspricht dem australischen Frühling. Das bleibt so lange erhalten, dieser Rhythmus? Ja, erstaunlicherweise. Also zumindest vor einigen Jahren und auch aus den Mitteilungen der zoologischen Gärten und so weiter war also das Durchschnittsdatum so tatsächlich der Oktober als Hauptmonat der Wurfzeit. Wann schreiben Sie? Morgens oder nachmittags? Ich schreibe grundsätzlich nur nachts. Macht Ihnen das Schreiben eigentlich Spaß oder ist das eine Quälerei? Ja, das macht mir ausgesprochen Spaß. Hinterher darf ich es nicht lesen, das geht nicht. Überhaupt nicht? Auch im Nein. Ich habe noch nie ein Buch von mir gelesen. Und was soll nun rauskommen bei diesem Versuch? Was wollen Sie da Und erkennen? Ich möchte gerne sozusagen das Mittelding zwischen Dingo und Shiba, um so praktisch den Gesamtablauf der Hundewerdung hier in diesem Teilstück nicht zu sehen. Wie oft sind Sie schon gebissen worden? Gebissen worden bin ich ja als Kind, das heißt gebissen, richtig gebissen worden bin ich überhaupt noch nie. Geschnappt, das muss man nämlich unterscheiden. Also da macht man, das muss immer selber schuld, wenn sowas passiert, ganz selbst, ganz klar. Und damals hatte ich meinen ersten verhaltenskundlichen Untersuchung durchgeführt. Ich hob ihm, es war der Jagdspaniel meines Vaters, ich hob ihm das Ohr hoch und blies ihm hinein. Beziehungsweise, dem ich die Hunde kenne, Menschen kenne, liebe ich die Hunde. Ich habe den Satz umgedreht, bewusst in einer meiner Bücher, in dem ich geschrieben habe, seitdem ich die Hunde kenne, liebe ich die Menschen. Wenn man von den Hunden eine Menge Sozialverhalten lernen kann. Jetzt kommt gerade so ein wolfsartiges Geheul auf. Was ist das? Ja, so aus dem Stegreif kann ich das nicht sagen. Irgendwie haben die Hunde jetzt etwas gehört. Jetzt fallen die anderen ein. Es ist ein Chorheulen. Finde ich schön.